Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch so eine Holzfensterbank wieder aufarbeiten. Ein bisschen abschleifen, spachteln und neu ölen und neu versiegeln. Und wie du das machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und wie immer geht's nach dem Intro weiter. Bis gleich. Für das eigentliche Projekt brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Wir brauchen so ein paar Schleifutensilien, so ein bisschen Schleifpapier, Öl, Spachtel und das war es eigentlich auch schon. Nur es kommt halt drauf an, wie man es macht. Ihr könnt jetzt hier diese Fensterbank sehen, die ist so ein bisschen fleckig und die wurde auch schon mal abgeschliffen vor einigen Jahren, aber dann nicht richtig behandelt und das will ich heute mit euch wieder richtig machen. Ziel ist es, dass wir die Fensterbank wieder zum Hervorschein holen, beziehungsweise dass man das schöne Eichenholz sieht. Also das ist eine furnierte Fensterbank Eiche mit einer Anleimereiche und wir wollen das Ganze wieder zum Hervorschein bringen. Und was müssen wir als allererstes machen? Das Ganze erstmal abschleifen. Und zum Abschleifen könnt ihr unter anderem solche Handschleifgeräte nehmen. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, hier in Dreiecksform, damit ihr auch wirklich in jede Ecke hineinkommt. Hier könnt ihr beispielsweise ein Exzenterblatt drauflegen, 125 mm. Damit könnt ihr auch wunderbar die Oberfläche abschleifen. Oder hier, in dem Fall, könnt ihr hier ein rechteckiges Band einspannen und auch die Oberfläche schön abschleifen. Natürlich ist das Ganze so ein bisschen mühselig und braucht auch ein bisschen seine Zeit, aber manchmal kommt man nicht drum herum, dass man in den Ecken mit diesen kleinen Hilfsmitteln schleifen muss. Wenn ihr jetzt wirklich meterweise Fensterbänke abschleifen müsst, kann ich euch hier eine Maschine empfehlen. Das ist ein Exzenterschleifer mit einer 125er Aufnahme und dafür gibt es dann auch passend unterschiedliche Schleifpapier. In diesem Fall fangen wir hier mit 100er an, arbeiten uns hoch bis 120 und danach gehen wir hoch bis 180 mm Körnung. Sprich, die Körnung bedeutet immer, dass wir auf 1 Quadratzentimeter so und so viel Anzahl an Körner haben. Hier zum Beispiel 120, das heißt, einmal einen Zentimeter haben wir 120 mm kleine Körnung. Sprich, umso höher die Anzahl der Körner ist, umso feiner wird dieses Schleifbild, beziehungsweise umso feiner wird dann die Holzoberfläche. Was ihr jetzt machen solltet, bevor wir jetzt loslegen mit dem Schleifen, natürlich alle Gegenstände, die nicht einstauben sollten, wegräumen, vielleicht mit einer Folie abdecken. In der Regel ist so ein Gerät schleifarm, der Schleifstaub wird sich später dann hier in diesen Auffangbehälter sammeln. Nichtsdestotrotz kann es mal durchaus sein, dass so ein kleiner Feinstaub sich auf die Möbel absetzt. Diese Geräte gibt es natürlich auch noch etwas größer, die sind dann absaugbar mit einem Staubsauger. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte wirklich mein ganzes Haus, die Fensterbänke abschleifen, dann empfiehlt sich vielleicht eine etwas größere Variante, sich zuzulegen. Im Anschluss müssen wir nur noch die Ecken schleifen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir noch den alten Restbestand von dem Öl. Und das muss natürlich auch runter. Ansonsten sieht die Oberflächenbeschaffenheit nicht mal richtig vernünftig aus. Dazu nutze ich dann immer hier diesen kleinen Dreieckschleifer. Damit kommt ihr dann wunderbar in die Ecken hinein. Oder für größere Flächen kann ich euch hier diesen Handschleifer empfehlen. Nachdem wir dann die Oberfläche abgesaugt haben, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich jeden Schleifstaub entfernt, könnt ihr, wenn ihr möchtet, nochmal mit einem leicht feuchten Lappen rübergehen, dann stellen sich die Holzfasern nochmal hoch und dann könnt ihr den Schleifvorgang wiederholen und danach wieder absaugen. Wie ihr hier sehen könnt, ist ein Stück Furnier mal aufgeplatzt über die Jahre. Das ist nicht unüblich bei so einer Fensterbank, wenn die nicht gerade aus Massivholz ist. Und diese Lücken können wir füllen mit einem Spachtel. Ich verwende jetzt hier einen 2-Komponenten-Spachtel, den gibt es in unterschiedlichen Farbtönen. Und dementsprechend suche ich mir dann den passenden Farbton raus. Ich entscheide mich für diese Variante. Das Tolle an diesem Spachtel ist, dass wir hier mit 2 Komponenten arbeiten. Sprich, wir haben hier unseren ersten Komponenten und da den zweiten. Und das Ganze vermischen wir miteinander. Verarbeitungszeit ungefähr 10 bis 15 Minuten. Danach bindet das Ganze aus, beziehungsweise wird der Spachtel hart. Wichtig ist beim Spachtelauftragen, dass ihr immer eine kleine Wulst erzeugt, beziehungsweise dass ihr den Spachtel nicht gerade abzieht, sondern dass ihr eine kleine Beule erzeugt über den Spachtel. Das heißt, dass wir später nachher noch Material zum Abschleifen haben.
Wie ihr sehen könnt, ist der Spachtel so ein bisschen Ticken heller geworden. Es ist jetzt nicht so schlimm, weil das Öl das Ganze noch leicht abdunkelt, aber man könnte eventuell noch mal einen kleinen Ton dunkler nehmen, damit das Ganze nicht so wirklich auffällt. Nachdem wir dann auch den Schleifstaub entfernt haben, kommen wir zum Ölen. Ich verwende jetzt hier ein Öl, einmal matt, gibt es von Zykus, und einmal glänzend, also so leicht glänzend ist das Ganze. Ich werde einfach jetzt das matte Öl verwenden. Ich denke, das ist für so eine Fensterbank recht ansprechend, dass wir nicht so eine glänzende Oberfläche erzielen. Aber da geht ja der Geschmack letztendlich auseinander. Das ist ein Premium-Hartwachsöl, könnt ihr natürlich auch, oder es ist eigentlich gedacht für den Fußboden, Arbeitsplatten und auch Möbel, Tische und Innenhölzer. Sprich, genau das Richtige jetzt hier für so eine stark beanspruchte Fensterbank. Und wie gesagt, ich werde das matte Öl verwenden. Was müsst ihr dabei machen? Die Verarbeitung ist wirklich kinderleicht. Ihr müsst vorweg natürlich Einweghandschuhe anziehen. Ansonsten wird das eine sehr, sehr klebrige Angelegenheit. Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich das Ganze gut durchrühren. Und jetzt schaut euch mal bitte, wie dick das Ganze ist. Also die Qualität spricht für sich, auch die Verarbeitung. Ich arbeite damit circa jetzt seit einem Dreivierteljahr und muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Öl, beziehungsweise allgemein mit dieser Marke oder mit diesem Produkt. Ihr könnt das Öl mit einem Pinsel auftragen. Natürlich könnt ihr auch eine Rolle verwenden oder ihr macht das Ganze mit einem Tuch. Das geht genauso gut. Was ich euch ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr die Arbeiten fertig abgeschlossen habt, sprich das Ganze geölt. Es gibt hierfür einen Pinselreiniger von dem gleichen Hersteller. Die Pinsel, wenn es geht, umweltbewusst auswaschen, dann könnt ihr die wiederverwerten. Und Tücher oder alles, was in Öl, beziehungsweise alles, was mit diesem Öl in Verbindung gekommen ist, bitte luftdicht in einer Tüte verschließen und dann entsorgen. Es kann durchaus dazu kommen, dass sich so ein Öl oder dieser Stoff sich selbst entzündet. Und darauf solltet ihr wirklich achten, dass ihr das Ganze in eine Tüte packt, luftdicht verschließt und dann bitte entsorgt. Und für Geübte braucht ihr das Ganze noch nicht mal abkleben. Wie ihr sehen könnt, können wir uns hier wunderbar mit den Pinselspitzen rantasten. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es schon matte Stellen. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Sprich, das Öl wird schon vom Holz aufgenommen und wir haben nicht zu viel aufgetragen. Man sagt so in der Regel zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, wenn das Öl nicht einzieht, beziehungsweise nicht langsam anfängt abzutrocknen, könnt ihr mit einem leichten Baumwolltuch das ganze Öl wieder in Faserrichtung abziehen und dann lasst ihr das Ganze mindestens einen Tag lang trocknen. Unser Öl ist jetzt mittlerweile getrocknet, also gibt dem Öl ruhig 1 bis 2 Tage Trocknungszeit und danach verspürt ihr so eine leicht raue Oberfläche. Das sind die Holzfasern, die sich einfach aufgestellt haben. Das ist was ganz Normales. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr die Oberfläche so lassen und müsst ihr nicht mehr nachbehandeln. Wenn ihr das Ganze habt, dann nehmt ihr einen Schleifschwamm. Diesen gibt es in unterschiedlichen Körnungen. Ich habe jetzt hier einen Schleifschwamm mit 240er Körnung. Umso höher ihr das Ganze wählt, umso feiner oder glatter wird dann die Oberfläche. Den Schritt nennt man jetzt Zwischenschleifen, sprich wir schleifen jetzt die Holzfasern, die sich aufgestellt haben, wieder runter. Dann entsteht wieder ein feiner Schleifstaub, den entfernt ihr dann wieder mit einem Staubsauger, am besten mit einem Bürstenaufsatz. Und dann nehmt ihr einen feuchten Lappen und wischt die Oberfläche nochmal leicht ab. Und wie ihr sehen könnt, anhand des Tuches befinden sich noch Holzfasern. Und diese hätten sich dann jetzt wieder aufgestellt und wir hätten wieder eine raue Oberfläche damit. Das Ganze lassen wir jetzt trocknen und danach könnt ihr das Ganze mit einem Lappen nochmal nachbehandeln. Mit Öl schön einmassieren und wieder in Längsrichtung bzw. in Faserrichtung. Das Ganze lassen wir dann wieder 1 bis 2 Tage lang trocknen und dann ist die Oberfläche auch fertig. Ja, wie du gesehen hast, ist das wirklich kein Hexenwerk hier gewesen, sondern Handwerk, kann man sagen. Und ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video so ein bisschen weitergeholfen. Wenn du noch mehr Lust auf solche Projekte hast, beziehungsweise Do-it-yourself-Projekte, wie man sich selber Möbel bauen kann oder irgendwas im Haus oder am Haus reparieren kann, dann abonnieren doch diesen Kanal, würde mich über ein Abo von dir sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk auf YouTube.